Fehlt mir hier noch was? Bist du schon bei diesem King-Quid angekommen? Hä? Na, diese Quelle der Verunreinigung ist dieser King-Quid. Da musst du aufpassen, er ist so gegen physische Attacken immun und gegen magische. Du musst den ersten so einen Rauch reinholen. Aber ich renne jetzt gerade noch mal den Weg zurück, denn irgendwie fehlt mir hier noch ein bisschen was. Fehlt noch einmal diese komische verseuchte Erde und irgend so ein keine Ahnung, irgend so ein Peter wieder mal. Will das hier nicht auftauchen? Ah doch, jetzt bin ich bei diesem komischen King-Quid oder so. Die ganzen Aufgaben erledigt, die ganzen Nebenquests? Nee, immer noch nicht. Okay, dann muss hier drin was sein. Das ist das falsche Ziel. Was hast du für einen Begleiter, der dich begleitet? Siren. So eine komische Aura. Ernsthaft? Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ich hab den umgehauen. Ohne Rauch. Bin ich mal gespannt, ob du das ohne Rauch schaffst. Wenn du den besiegt hast, sagst du mir Bescheid. Diesen Kenquin? Ja. Oh. Hab ich. Echt? Ja. Hast du den in Qualm gejagt?
Nö. Ich auch nicht. Aber irgendwie fehlt noch so ein komischer Neid, Neif, Neif oder wie der heißt. Braucht noch eliminiert Zelos die Quelle der Verunreinigung. Ja, und dann von Talkos natürliche Feinde den Neif. Brauche ich noch. Was? Hier steht irgend so ein Knallkopf rum. Also ich brauche noch Talkos natürlich Dings. Die Shia, Gelmar und Neif. Die tauchen auf dem Weg zum Dings. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Talkos, wenn du anfängst mit der Instanz. Dann tauchen die mitten zwischendrin auf die ersten zwei, der Shishir und der Gelmar. Der Gelmar ist so ein grüner Ekelwurm. Und der Shishir, was war denn das? Schlange oder Spinne oder sowas? Das heißt, du darfst nochmal zurückrennen. Ich habe euch erwartet. Unsere Unterhaltung war mir ein Vergnügen. Aber passt bei dem grünen Wurm muss doch passen, der heilt sich. Gut, dass ich nichts verstanden habe, weil mein Internet zu scheiße ist. Ich hab gesagt, bei dem grünen Wurm, also bei dem Gelmar muss da aufpassen, der heilt sich. Gültiges Ziel. Ja. Oh doch. Ja, oh, gut. Oh, oh. Ja. Was? Ich war hier. Ich habe gerade die Verunreinigung gefunden. Ziel. Ja gut, diesen Stein brauche ich nicht unbedingt. Ich liebe diese komische Kugel. So.
Gültiges Ziel ausgewählt. Ist denn meine komische Tulla, die mir helfen soll? Gut. Naja, die Kerl steht um. Jetzt ist die hier hochgetippt. Will ich mich verarschen? Ich will durch diesen Schleimmatsch laufen. Gültiges Ziel ausgewählt. Ja, gut, das ist eine lange Instanz. Ach, ich habe den Neve gefunden. Ist er weit hinten? Ja, du musst noch ein ganzes Stück laufen. Und unterwegs musst du noch so eine komischen Dinge einsammeln. Also du kannst die Heilpflanzen einsammeln, du musst es nicht. Dreimal darfst du raten, was dieser Nie für ein Tier ist. Thank you.
ist eine riesengroße Spinne. Ist dir mal aufgefallen, dass du hier drinnen so gut wie keine Leben verlierst? Das ist kein gültiges Ziel. Ja, wegen dem Dings da. Das ist kein gültiges Ziel. Ach, hier ist dann auch die Hauptquest. Jetzt muss ich erstmal was wegschmeißen hier. Was schmeiß ich weg? So. Hier geht die Hauptquest weiter. Das falsche Ziel. Schön mit euch zu reden. Jetzt sind mich jetzt eigentlich ganz verarscht, ne? Finde das Talok-Forschungstagebuch und erstatte Dingsbums-Bericht. Ja, gut. Das kann ja dann nur hier oben, weiter oben sein. Celasius, die Quelle der Verunreinigung. Der kommt ja auch noch. Ach, Video. Eure Arbeit ist noch nicht getan, Deva. Mein Leiden wird erst enden, wenn Königin Muskwa vertrieben ist. Vernichtet diese Diebin, die ihre Eier mit Hilfe meiner Kraft ausbrütet. Nach Muskwas Tod könnt ihr ihre Eier zerstören. Erst dann könnt ihr Celestius Reich betreten. Ein fauliger Wind wird aus den Eiern aufsteigen. Springt in die Strömung und breitet eure Flügel aus. Dann werdet ihr das Reich von Celestius erreichen. Das Reich in mir, das Celestius an sich gerissen hat. Die Quelle des Chaos. Alles hängt von euch ab, Deva. Ja gut.